So. TK! Oh, Lauro, hallo. Eine Siedelbeere, sehr schön. Oh, wisst ihr was? Ich überlege sogar, ob ich vielleicht mal wieder längere Parts mache. Ja, warum nicht? Tower-standardmäßig, so 45 bis 1 Stunde. Also 45 bis 60 Minuten. Das wäre doch mal was, oder? Das überlege ich noch. Ich werde halt, falls ich cutten sollte, den Part schon längst gecuttet haben wahrscheinlich. Oder jetzt auch erst vor der Arena dann, die jetzt kommt. Wird sich halt noch alles entscheiden. Oder ihr genießt jetzt hier einfach schon mal einen der etwas längeren Parts. Vielleicht, ich weiß noch nicht genau. Wird sich alles noch herausstellen. Ich weiß es selbst noch nicht, okay? Es ist meine Entscheidung, ich mache das, wie ich es will. Wenn es eigentlich passt. Ich muss nicht gucken und deabonnieren, könnt ihr mich auch. Ist mir egal, ich stelle mich jetzt hier ins Pokémon Center. So, falls ich einen Cut machen will jetzt hier, mache ich einen Cut. Jetzt gehe ich wieder raus. Und wir gehen jetzt erstmal hier hin. Denn das ist nicht einfach nur irgendwie so ein großes Gebäude mit großen Pokébällen draußen. So wie Pamela Anderson. Ah, mein hat gelingt. Oh, so. Sondern das ist jetzt hier eine Trainerschule, eine ziemlich große sogar. Erstmal mit den ganzen Leuten hier quatschen. Krieg ich was von dir? Nix Abwehr. Oh, sehr schön. Das kann ich gut gebrauchen. Das kann ich sogar sehr gut gebrauchen. Gibst du mir auch noch was? Nein. Gut, gibst du mir noch was? Nein, du gibst mir auch nichts. Okay. Ich überlege gerade, reicht es mit Level 9 und 10? Oh, das ist jetzt zum Kotzen jetzt. Ach, egal, komm. Wir haben ja eh noch zwei Trainer vor uns. Das ist ja nicht das Problem. So, und wer mein missglücktes oder zumindest von mir abgebrochenes Pokémon White 2 Leader Run gesehen hat, weiß schon, wer hier der Arena-Leiter ist. Ist mir aber auch egal, ihr werdet es jetzt eh gleich sehen. So, ey, gut, wie geht's? Ah, ein Herausforderer. Willkommen in der Pokémon-Arena von der Ventura City. Ich bin Charon, der Arena-Leiter hier. Ja, ihr habt richtig gelesen, das ist Charon, der sich jetzt wahrscheinlich vom Cocksacken Milchbubi hier zum Arena-Leiter von Ventura City hochgearbeitet hat. Oder wohl eher hochgeschlafen. Ich speichere jetzt erstmal hier ab. Weil ich Angst habe, dass die Trainer mich jetzt voll auseinanderreißen werden. So, komm her, mein Junge. Na, oh. Erstmal ausstrecken. So. Teenager Christian hat einen Nagelotz. Level 8. Boah, Level 9. Als wäre es nicht genug. Okidoki. So, Picks da rein, ganz normales Spiel, wie sonst auch immer. Ist jetzt halt ein bisschen doof, weil er schon so einen hohen Level hat. Aber nun gut. So, Picks da schneller. Tackle zieht jetzt wieder viel ab. Oh, das ist so... Ich hasse das so bei Normal-Pokémon als Gegnern. Du bist da so am Abkacken, wenn du Pech hast, weil die so stark einfach nur sind. Ich weiß gar nicht, jeder sagt zu mir, oh, Normal-Pokémon sind voll langweilig, ich hasse die voll, die sind noch scheiße. Ey, ohne Scheiß, es gibt nichts Geileres als ein Pokémon vom Typ Normal. Jetzt mal ernsthaft, wenn das Vieh Kopfnuss drauf hat und auch einen einigermaßen hohen Angriff hat. Also sagen wir mal, es hat ein mäßiges Wesen, was Angriff runter macht und hat 0 EVs und DVs auf Angriff. Ohne Fuck. Ich sag euch jetzt schon mal, das Vieh würde trotzdem immens Schaden machen. Das ist kein Witz. Das würde richtig gut abgehen. Ungefähr so wie dieses Yorkler Vieh. Einzige Chance in dieser Arena ist, ich muss den Gegner verbrennen, weil er macht dann nur noch halb so viel Schaden. Aber das ist leider nicht so einfach. Ich hab's ja am eigenen Leib gespürt. In der Originalversion, Edition. Ohne Fuck, ich habe mindestens 4 Versuche gebraucht, einen Charon platt zu machen. Das war kein Spaß mehr, ey. Und Tobi ist auch richtig gut ausgerastet. Der saß in seinem Sitzsack und hat rumgeschrien. Wir haben ja morgens schon gezockt. Von, ich glaube, 10 Uhr, nachdem wir beim GameStop halt waren. Bis abends halt an. Ey, wir waren allein zu Hause und ohne Scheiß, der Typ hat geschrien, schlimmer als am Pokémon-Day. Viel, viel schlimmer als am Pokémon-Day oder sonst irgendwann in seinem Leben. Ich dachte nur so, Alter, der schreit, als wäre er ein kleines Kind, was gerade bös abgestochen wird von so irgendeinem Typen. Ich wollte jetzt keine Rasse sagen, weil es wahrscheinlich wieder rassenfeindlich wäre. Rassismus, ich sage Rassismus so gerne. Das klingt wie rasieren, was ich auch mal wieder machen müsste. Aber gut, der hat so geschrien, das gab's überhaupt. Das glaubt mir keiner, ey. Göre Rosi. Und lass mich raten, du fängst jetzt mit einem Yorkleff an und dann mit einem Nagelutz. Gerade mal umgekehrt wie der andere Spast. So, ich riskiere es nicht, dass Pikablu drauf geht. Hoff einfach mal, dass dieses Yorkleff nicht ganz so üble Tackle hier raushaut jetzt.
oh Gott, Silberblick, nein! Ey, ist zum Kotzen, ich glaube nochmal aufnehmen, leg ich mir erstmal hin. Nasenspray, mit Strawberry kaufen. Das war die Chance hoch, dass ich süchtig davon werde, aber gut. Andere Leute werden von WoW süchtig, ich von Nasenspray, wenn es sein muss. Und Pika Blue reicht Level 10. Oh, es versucht Charm zu erlernen. Oh, das ist eine Attacke, die müssen wir ihm unbedingt beibringen. Es wird so fucking hilfreich sein jetzt gegen den Arena-Leiter. Ohne Scheiß. Ich habe leider den Fehler gemacht und habe ihm damals Charm wieder vergessen lassen. Hätte ich es mal behalten, es hätte mir richtig übel in der Pokémon-Liga helfen können. Weil ich habe Charm bis zur Pokémon-Liga wirklich behalten auf Azumarill. Ohne Fuck. Hätte ich es behalten, hätte ich den Champ in nicht mal einem Versuch platt gemacht. Ich hätte ihn beim ersten Versuch direkt geplättet. Nicht so wie ich beim Zocken jetzt halt wirklich hier und habe so vier Anläufe oder so gebraucht. Ohne Scheiß, ey. Dieser Champ der Liga, der ist richtig übel. Da werde ich auch nochmal richtig dick trainieren davor. Das könnt ihr mir glauben. So, sehr schön. Jetzt haben wir es auf jeden Fall schon mal schön geröstet mit Glut. Sehr schön. Pixel erreicht noch Level 12. Finde ich gut. Und wir gehen jetzt erstmal nochmal Pokémon heilen, weil sonst sehe ich hier keinerlei Chancen für uns. Bla bla bla. Du, du, ding, 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 ding. So. Ich habe mir gerade mal so überlegt, wenn ich dann wirklich über eine Stunde, über 30 Minuten sowas machen sollte, die Parts, dann können die gar nicht in HD kommen, weil das einfach nur... Oh Gott, ey, das wäre ja übel. Wenn ich mir überlege, 16-17 Minuten ungefähr waren ja schon 180 MB. Jetzt mach das mal ungefähr mal 4, dann bist du bei 360, bist du bei 720 MB. Nee, das tue ich mir nicht an. Was mache ich jetzt bei dem? Ich bin voll falsch. Hallöchen, werter Herr vom Pokémarkt, der jetzt im Pokémon-Center ist. Wir haben 4 Stück, lassen wir noch 6 kaufen, dann sind wir auf einer guten Seite eigentlich. Und von dem Restgeld kaufen wir uns nochmal hier 10 Pokébälle, kriegen wir noch schön einen Premierball dazu. Dankeschön. Und haben sogar noch ein bisschen Geld übrig, das heißt, niemand kann uns sagen, du gibst dein Geld gleich aus, wenn du es kriegst. So wie ich das halt in Wirklichkeit mache, wenn mein Geld da ist, ist es direkt weg. Aber gut, das ist ein anderes Thema jetzt. So, dann bin ich jetzt echt mal gespannt, ob ich hier gegen Charon jetzt verkack oder nicht. Erstmal schön speichern. Ja, ihr seht richtig, ich mache keine Safe-Stats. Trotz des Mumm hier. Ich will das ganz normal machen. Ich mache die Safe-Stats nur, wenn ich aufhöre aufzunehmen, weil das einfach eine doppelte Absicherung ist für mich. Oh, mach nicht auf cool, Charon. Genau wie es, genau wie es für dich der erste Kampf als Arena-Herausforderung ist, ist es mein erster Kampf als Arena-Leiter. Geben wir beide unser Bestes, damit wir später stolz auf unsere Kämpfe sind. Alles klar. Go on, Charon! So, da bin ich jetzt echt mal gespannt, wie das abläuft, ey. Das wird böse. Level 11 Nagelotz. Ach du Scheiße. Ach du heilige Scheiße. Das wird ein Spaß. Das wird ein Spaß, du Junge. Das wird richtig lustig. Weil mir fällt gerade auf, ich habe auf meiner Originaledition habe ich ja was ganz anderes im Team gehabt noch. Was mir das Ganze ziemlich leicht gemacht hat. Nein, jetzt kommt er mit Kraftschub. Fuck, Alter. Pixter, du musst dieses Kackvieh verbrennen. Sonst haben wir absolut keine Chance. Verbrenn es, komm. Komm schon, komm schon, komm schon. Nein! Okay, ich sehe schwärzer als schwarz jetzt hier. Schwarzer als wenn ich in die Seele eines Gothic-mäßigen Menschen gucke. Und komm schon, bitte, 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 bitte. Ja, sehr schön. Sehr nice. So, jetzt kommt Yawclef. So, jetzt kommt nämlich die Key-Strategie hier. Deswegen habe ich noch ein paar Tränke jetzt gekauft. Die habe ich mir jetzt so in nicht mal einer halben Minute überlegt, die Strategie. Die ist eigentlich, die dürfte eigentlich klappen, wenn ich die jetzt nicht ganz verkacke. Ja, das macht Kraftschub. Gut. Jetzt hat es plus 1 Angriff. Machen wir jetzt Charm, hat es minus 1, weil ja der Angriff um 2 Stufen gesenkt wird. Sehr schön. Wenn wir das jetzt weiterhin machen, dann ist es eigentlich nur von unserem Vorteil. So, jetzt macht's Tackle. Zieht uns trotzdem noch ganz schön was ab, aber ich mache weiter Charm. Es ist mir scheißegal. Ich kann ja einen einfach aufheilen, ne? So, Tackle zieht jetzt... Alter, warum zieht der Tackle immer noch so viel ab? Ich weiß ja, dass Azurill eine scheiß Verteidigung hat, ja, aber... So eine verkorkste Verteidigung, das wird jetzt auch nicht gedacht. So, erstmal Pika Blue heilen. Bevor wir dann jetzt hier unser Pixter heilen. So, mal gucken, wie viel Schaden macht das jetzt? Ja gut, 6 KP. Das ist absolut null Problemo.
Ja, mach Kraftschub. Komm, jetzt hast du wieder minus 1 statt minus 2. Das ist kein großes Problem. Da können wir einfach dem entgegensetzen, den wir nochmal Scham machen. Ja, jetzt hast du wieder normalen Angriff. Jetzt hast du gleich wieder minus 2. Und kannst uns damit zu absolut nichts mehr antun. So, ich mache einfach weiter. Ja gut, mach weiterhin so. Mach weiter so weiter. Komm. Jetzt hast du wieder minus 1. Jetzt hast du durch Scham wieder minus 3. Ist kein großes Ding. Wenn man weiß, wie man hier mit dem Arenaleiter umgehen muss, ihn züchtigen muss, dann ist das schon absolut kein Problem. Ich muss immer wieder sagen, das habe ich schon gesagt, also zu den Jungs gesagt, wie ich die japanische ROM davon gezockt habe, dass die KI, also die Intelligenz der Gegner hier im Spiel, tausendmal besser geworden ist, als sie vorher war. Weil normalerweise würde ein Arenaleiter in der, sagen wir mal, dritten, vierten Gen, nach dem dritten Mal Kraftschub einfach irgendwie Tackle oder sowas machen. Und, naja, das Scheißvieh hier bleibt halt bei seiner Devise, oh, ich mach Kraftschub. Seht ihr, das ist einfach so ein Beweis für mich, dass sie schlauer geworden sind hier in dem Spiel. So, jetzt können wir hier einfach ganz groß mit Pixel und Glut schön reinhauen, auch wenn es nicht ganz so viel Schaden macht. Ich heile jetzt auch gleich nochmal Pixel auf, und dann haben wir kein Problem mehr hiermit. So, heilen. Sehr schön. Seht ihr, dass Jorklef macht das? Ein Volltreffer. Es war so klar. Gut, wir haben ein Tafelwasser geschenkt bekommen. Das kommt jetzt auch mal zum Einsatz. Wir machen jetzt erstmal hier Teppich nass. Also Pixel. Alter Schwede. Hätte nie gedacht, dass ich so lange in dieser Arena hier hängen werde. Das ist unglaublich. Ja, der Burn-Hack. Er kommt leider ein bisschen spät, aber gut. Er kommt auf jeden Fall. Jetzt macht das Jorklef nichts mehr an Schaden. Sehr schön, und wir haben unseren ersten Orden geholt. Find ich absolut geil. Und Pikablu erreicht Level 11, wohlverdient, da das Vieh einfach nur Imba war in diesem Kampf. Oh, geil. Warte mal, Scheiße, ich wollte doch den Speed bei den Arenaleiterkämpfen runterdrehen. Das fällt mir jetzt gerade erst wieder ein, scheiße, weil ich gerade so gedacht habe, oh komm, du machst jetzt mal jeden Moment, wo du den Orden bekommst, wieder auf Normalspeed, damit es nicht so übermäßig gespeedet aussieht. Ach, scheiße. Das wäre jetzt natürlich blöd von mir. Gut, dann werde ich halt warten bis zum zweiten Arenakampf. Bitte vergib mir. Ich bin auch nur ein Mensch, ich mache Fehler. In letzter Zeit ziemlich viele Fehler. Auch ein bisschen teure Fehler und alles, aber gut. Ich kann es jetzt nicht ändern. Oh, hey, wow. Hey! Und wie war's denn so? Bla bla, hab den Grundorden bekommen. Und wir kriegen jetzt ein Geschenk, und zwar die TM-Rückkehr. Finde ich sehr nice. Die können wir jetzt mal direkt unserem Azuri geben. Ah, mein Fuß. Bell, na wie geht's? Wir haben uns 2 Jahre nicht mehr gesehen, was? Wow, ist irgendwas passiert? Ich dachte, es wäre vielleicht eine gute Idee, wenn ich mich in deinen Visucaster eintrage. Nein, ich will nicht mit euch telefonieren. Nein! Oh, und natürlich klingelt direkt der Visucaster. Wer ruft denn jetzt schon wieder an? Ach, Professor Esche. Hallihallo, TK, ich bin's, Professor Esche. Bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla. Ja, komm, ist gut, ist gut, ist gut, ist gut, ist gut, ist gut. Halt die Schnauze jetzt! Das ist einer der kleinen Makel hier in der Edition. Es wird sehr, sehr viel geredet. Wenn ich sage sehr, sehr viel, meine ich auch sehr, sehr viel. So. Ta-t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 a. Darf ich jetzt gehen? Oh, jetzt kommt nur noch Despo. Despo, hau ab, Mann! Piss dich! Ach so, er will jetzt auch noch den Orden holen, okay. So, lass mich jetzt mal gehen. Oh, CG bekommen. Nice. Sehr schön. Ich werde mal anschmeißen. Ich zeige euch das auch mal direkt. So sieht es jetzt hier in Black and White 2 aus. Ziemlich kahl und auch ziemlich blöd irgendwie. Wir haben halt keinen Skin dafür. Ist auch ein bisschen blöd. Aber gut, wir können es jetzt nicht ändern. So. Ab ins Pokémon Center. Schön die Pokémon heilen. So, sehr schön. Oh, ich bin jetzt bei 40 Minuten schon angekommen.